Herzlich willkommen bei Thunderstrike. Ja, ihr denkt jetzt bestimmt, warum sind wir so dicht aneinander? Nein, hier ist Abstand, seht ihr? Ja. Hier ist ein bisschen Abstand. Also rotzen müssen wir auch nicht oder so. Nein, wir sind eigentlich gesund und von daher haben wir jetzt gesagt, so, wir machen mal ein Video für euch, weil ihr habt das andere zwar angenommen, aber fandet ihr jetzt nicht so toll. Es sind ein paar Daumen runtergegangen. Kann ich auch verstehen, mit Handy und so ist was anderes. Wir kümmern uns heute um das Ding hier hinter uns. Um das Ding hier. So, was machen wir mit dem Auto? Keine Angst, keine Angst. Das ist nicht wie letztens das Video in Bremerhaven, dass wir jetzt hier anfangen, wirklich an Autos zu pupeln. Aber wir haben uns was gekauft. Oder der Nils hat sich was gekauft, wenn ihr das hier sehen könnt. Nils, erklär du, Susi und Autos, ich bitte euch. Das ist ein Nummernschildverstärker, wo das Nummernschild reinkommt. Das habe ich da unten und einmal da vorne. Und da ist Thunderstrike jetzt unten mit als Schriftzug. Man ist ja auch manchmal Autohof und so weiter, ist auch egal. Und dann einmal noch für den Tankdeckel, einmal unser rundes Symbol mit dem Schriftzug drin. Und das wollen wir heute anbringen am Auto. Wir waren Fehler. Er. Oh ja, pack ihn aus. Susi wieder. Auch hierzu muss ich wieder sagen, auch diese Aufkleber und so, das macht auch ein Kumpel von uns. Aber wie gesagt, darüber gibt es noch irgendwann ein Video. Genau, warte mal, das sieht man nicht. Dichter. Thunderstrike. Dafür gibt es noch mal ein extra Video. Wenn wir wieder auf Lost Place dürfen, wollen wir darüber halt ein Video drehen. Richtig. So. Jetzt müssen wir hier rüber. Musst du nicht erst putzen? Das geht schnell. Car Wash. Ah ja. Nils, so macht man das aber nicht. Wo ist die Reizwäsche? Also bevor man das abmacht davon, die Folie, immer erst ein bisschen draufdrücken mit dem Fingernagel, weil sonst könnte es passieren, ich zeige es, vielleicht passiert das jetzt auch, man sieht, dass die Folie mitkommt und ab und zu bleiben diese kleinen Ecken daran kleben. Und wenn es einmal verklebt ist, ist es vorbei. Ah, da haben wir es, da haben wir es. Da, ah, jetzt ist es wieder dran, aber man sieht es richtig. Wind vor allen Dingen. Jetzt müssen wir ganz. Oh, der ist schräg. Das wird nicht einfach. Also es dauert jetzt ein bisschen, weil man muss wirklich jede Kante hier treffen. Ich muss jetzt sagen, ich hätte das Ganze noch ein bisschen hier mehr hingemacht. Ja, aber hier. Seht ihr das? Ja, der Tankdeckel, das Ding da ist davor. So, und das Zeichen muss immer bei uns oben sein, da habe ich auch schon drauf geachtet. Dieses kleine Spitzchen ist immer ganz oben. Daran kann ich unser Wappen erkennen, wie es richtig steht. Und ich sehe schon gerade, hier ist eine kleine Falte, die will sich nicht so ganz. Da muss man immer so ein bisschen schieben, ne? Deswegen habe ich es mit Wasser gemacht. Warum tanzt du da hinten? Man sieht dich, ne? Komisch, weil dieser Nibbel hier halt ist. Aber jetzt kommt das Schwierige, jetzt kommen die Mini-Buchstaben da rein. Die passen gerade so da rein. Ja. Ich brauche eine Schere. Soll ich dir eine holen? Auf jeden Fall muss ja jetzt noch Thunderstrike rein. Das wird noch ein bisschen Fummelarbeit geben. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Schnipp, schnapp, Schwänzchen ab. Das muss ich wirklich ganz... Muss er wirklich? Habt ihr es gehört? Das muss ich ganz knapp schneiden. Umso mehr Spielraum habe ich. Das wird nicht einfach. So, so klein gefummelt habe ich schon lange nicht mehr zu tun gehabt. Ich habe schon Tönungsfolien eingebaut und das ist richtig heftig. So. Dass wir ein bisschen anpatschen, damit das auf der ersten Folie bleibt und nicht überspringt.
Das ist immer der Punkt. Erst die erste Folie, dann die zweite Folie. Oh. Entschuldigung. Ich muss auch noch was sehen. Nicht so nah da. So, jetzt merkt man das hier richtig, wo der Kleber dran geht und wo nicht. Ja, lass so drauf, komm, wir gehen, Feierabend. Ja, fliegt mir jetzt nicht ab. Nee, lass so. Was machst du da? Ich fülle meinen Kofferraum. Ja, das sieht mega so aus. Ich weiß nicht, was das ist, ob es eine Rumpelkammer ist oder so. Was hat er denn hier alles so schön drin? Pinsel und so weiter und so fort. Achso, wir wollen, ja, du warst ja hier das bei, ist ne? Mein Werkzeugkoffer von zu Hause. Du sollst nicht hier filmen. Ich mach ein bisschen Abstand. Kannst du das genau filmen da? Das geht auch gut mit einer Hand. Oh, das geht besser, ne? Ja, weil das nicht nass ist. Ich sag ja, ich hätte das auch. Aber das ist Risiko bei dem ganzen Runden. Tata! Ah, so. Biene! Biene! Auch die ist in dein Auto, nicht so schlimm. Da. Raus! Hackt hier. Fremder Passagier. So. So. Ja, passt. Ja. Oh, ich finde das auch nicht ziemlich cool. Doch, hat was. So, das erste ist geschafft. Das ging ratzefatze. Und jetzt wollen wir uns, ich will jetzt nicht das Nummernschild zeigen, darum kümmern. Wurscht. Darum. Meine Schere, die soll hier nicht. Das eigentlich ist das leichte Arbeit, muss man sagen. Normalerweise ja. Manche sind alle anders. Das mache ich hinterher dran. Bitte nicht da drauf treten. Von dem ist es sowieso egal, weil das ist alt. Hallo, mit Liebe, Nils, mit Na, Liebe. Liebe. Wollt ihr mal Nummernschild sehen? Nein. So, wo ist mein? So, jetzt kann ich besser filmen. Da ist mein liebevoller. Oh, ich setze mich mal hin. Musst du die Schraube durch die Lasche ziehen. Da-da-da-da-da-da-da. Schrauben ziehen, Modern drehen. Da-da-da-da-da-da. Ich habe keine Langeweile, Leute. Mir geht's richtig gut. Mir geht's gut. Ich muss jetzt mal eben was filmen. Das kommt endlich weg. Guck mal. Ja. Was hast du wieder vor? Ey. Die kriegt wieder ihr Echo. Die kriegt wieder ihr Echo. Du hast was gesagt, aber ich verkneife ja, es. Ja, mach das. Oh, ist das dreckig, Alter. Ja, und deswegen haben wir jetzt einen Lappen hier. Guckt euch das mal an, du. Das ist normal. Weil er kein Wasser hat. So, wo bleibt die denn? So eine Drecksau, ey. Das ist so ein Schwein, ist das. Also von hinten, die Leute denken jetzt, die denken, was ist das denn für ein Arsch, was macht die da? Das ist Sportübung, ihr Lieben. Das ist reine Körperbeherrschung. Das Wasser ist schwarz. Oh ja, schön schruppi-schruppi machen. Ja. Guck mal, jetzt sieht das Ganze schon wieder besser aus. Schön im Lach. Entschuldigung, wir sind hier auf YouTube, nicht auf irgendwas anderes. Hallo, kannst du mal aufhören, mein Grundstück zu... du Potsau, Alter. Weiß ich. Entschuldigung, Schimpfwörter müssen ausgeblendet werden. Piep. Angenehm. Krause. Guck mal. Noch ein Becken vielleicht übernehmen können. Lass mich mal gerade hier gucken. Ja, tut mir leid. Er muss sich mal konzentrieren. Kriegst du ihn ran? Ja, ich habe schon was gefunden. Ein Loch? Jupp. Vier muss ich finden. Vier. Das ist, ja, ist nicht so einfach, ne? Oh, guck mal! Ein Zzzz. Ja, ein S drin. Da ist aber falsch. H müsste weg. Ja, da muss ein T und ein S eigentlich hin. Ah, jetzt sehe ich das. Das ist nicht richtig zu, das Teil. Jetzt wird mir hier reingeklipst.
Ja, einfach und schnell. Leicht zu Diebstahl eigentlich. Ja, wer will sowas denn klauen? Alter Blick! Ich weiß nicht, ob das so, jetzt kommt der Name, Zanderstweig rauf! Ich hoffe, dass es jetzt richtig ist, was ich mache. Ich weiß nicht, ob du es richtig machst. Ich kann dir dabei echt nicht helfen. Ich sehe es gerade. Ich weiß, dass das Auto 4 Reifen hat, eine Bremse und ein Lenkrad und das reicht der Susi. Ups. So. Mach das kaputt. Mach das kaputt. Knack, knack. Warte. So, jetzt könnt ihr sehen, da unten steht jetzt Zanderstweig. So, ihr Lieben. Oh mein Haar, ey. Aber das ist normal, Corona-Zeit, da macht man sich nicht mehr so hübsch, ne? Wir hoffen, ihr seid alle noch weiterhin gesund und munter und haltet euch. Wir schaffen diese schwierige Zeit gemeinsam. Wir haben die zwei Sachen jetzt da angebaut. Oder eher gesagt, meins ist es nicht so. Was wollte ich noch sagen? Ja, wir können im Moment nichts machen. Uns sind die Hände gebunden, weil sie kontrollieren hier halt mit der Polizei. Wir können nicht in ein Auto durch die Gegend fahren. Genau, wir müssen Abstand halten. Wir halten uns auch ganz gut da dran soweit. Also klar, wir sind jetzt auch auf einem Hof, aber ich sag mal, wir niesen hier nicht rum oder Hatschi oder bla bla. Nee, ne? Gott sei Dank. Halten aber auch immer ein bisschen Abstand. Das merkt ihr hier, guckt, wenn ihr das hier auf dem Boden mal seht und vergleicht. Es ist Abstand da. Ne, es ist wichtig. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, nein. Sobald alles losgeht, ihr Lieben, wir haben mindestens 20 Objekte für Lost Place. Oh ja. So. Und auch noch so ein paar Sachen im Kopf. Also wir haben eigentlich viel vor, aber ja, bedankt euch bei Corona. Ne? Das Wetter ist momentan so pralle. Ja. Ich könnte richtig... Ja, das ist richtig schön und man kann nicht los. Also das funktioniert nicht, weil hier kontrollieren sie halt zu heftig. Gut, wir würden sagen tschüss. Na, danke, dass ihr jedenfalls reingeschaltet habt wieder. Na, ich hoffe, ihr bleibt uns weiterhin treu. Teilt doch mal, gebt uns doch mehr Abos, weil ja, ich glaube, wir sind halt noch nicht so bekannt und wir wollen halt gerne auch Stories posten, weil gerade jetzt in dieser Zeit, bei dieser Corona-Zeit, könnten wir öfter was posten, weil die Videos wären halt im Moment nicht so lang. Also bitte unterstützt uns doch da und immer einen Daumen hoch, Kommentare weiterhin, macht weiter so. Wir sagen tschüss.